Hallo, ihr Lieben. Ich sehe nichts mit der Brille hier im Video. Ich wollte ein Live-Video machen, ganz spontan. Und zwar, ich habe in letzter Zeit von den Gruppenmitgliedern einige Anregungen bekommen, wenn sie sich neu angemeldet haben. Haben einige von euch, und dafür möchte ich euch danken, mir die Frage beantwortet, was ist das Thema, was dich am meisten beschäftigt? Und ich habe mir das jetzt mal rausgeschrieben, diese Themen, die dort genannt worden sind, und wollte einige Worte dazu sagen. Hallo, also, und zwar, das erste Thema war chronische Schmerzen. Also, wen das Thema chronische Schmerzen betrifft, chronische Schmerzen kenne ich nur zu gut, und vor allem sind sie absolut unlogisch, diese chronischen Schmerzen. Ich habe mich so viel damit auseinandergesetzt, auch mit körperlicher Heilung, und viele, viele Heilmethoden, Heiler, Heilmodalitäten auch für mich selber untersucht und auch gehört, was immer passiert, oder so viele Leute, die haben zig verschiedene Operationen und die Schmerzen gehen nicht weg und es bleiben immer chronische Schmerzen, obwohl es ja scheinbar doch operiert worden ist. Und aus meiner Sicht sind diese chronischen Schmerzen meistens Traumata, Schmerzen aus Traumata, und dabei meine ich nicht irgendwelche Traumata nur in Bezug auf Unfällen, sondern einfach schockierende, schmerzliche Momente. Ja, das sind Traumata. Und so schockierende, schmerzliche Momente, das sind eben auch Momente, wo etwas ganz, ganz Unerwartetes passiert. Das kann scheinbar so banal sein, dass dich ein geliebter Mensch belügt oder betrügt. Das kann so banal sein, dass du herausfindest, dass du belogen worden bist. Es kann aber auch so banal sein, dass du jemanden vertraut hast, der dich plötzlich aus heiterem Himmel verlassen hat, enttäuscht hat, was auch immer. Solche Sachen, das sind alles Traumata, also schockierende, schmerzliche Momente. Und das Schlimme an diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Sachen ist, dass man sie nicht als Traumata realisiert, sondern quasi wie runterschluckt und gar keine Relation sieht, dass das so schmerzt, oder? Man drückt es weg. Es ist ja nichts passiert, ja? Es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber emotional ist es einfach ein Schock. Ein emotionaler Schock, und wir alle haben genügend von diesen emotionalen Schockerlebnissen hinter uns, aber es wird natürlich nie angesehen, auch nicht von einem selber, oder? Ja, stell dich nicht so an, vergiss es, vergiss den Typ, vergiss die Entscheidung, Enttäuschung oder was auch immer da war. Ja, wir sind so konditioniert, dass wir solche emotionalen Schocks quasi verkapseln, einkapseln, wegdrücken. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind und dass der Schmerz mit diesem Schock nicht da ist. Der ist immer noch da, der ist in deinem Körper verkapselt. Und das Gesetz der Anziehung sorgt halt leider Gottes dafür, wenn wir diese Geschichten uns nicht bewusst machen und nicht lösen für uns, nicht anschauen, nicht drehen, nicht in ein neues Licht bringen, dass sie sich anhäufen. Und es kommen wieder ähnliche Geschichten, es kommen wieder ähnliche Enttäuschungen, es kommen wieder ähnliche schmerzhafte, emotionale, schmerzhafte Momente. Und von denen gibt es dann irgendwann mal so viele, dass du sie einfach permanent spürst. Und das ist dann der Moment, an dem du dir bewusst werden darfst, dass sie da sind, dass diese Verletzungen da sind, dass diese emotionalen Schocks
in dir aktiv sind. Und diese emotionalen Schocks, wenn die in dir aktiv sind, dann gibt es nur eins, und zwar, dass du dir erstens dessen bewusst wirst, zweitens lernst, dass es nichts mit dir zu tun hat, und drittens weißt, dass du es lösen kannst, dass du es ablösen kannst. Und genau diese Dinge habe ich am eigenen Leib erfahren, und ich bin so, so froh, dass ich diese Modalität des Divine Healings, also der Anwendungen mit göttlicher, wahrer, höchst schwingender, göttlicher Energie gefunden habe. Und damit kannst du im Zusammenhang mit deinem Verstand, der dir erklären kann, dass es mit dir persönlich, mit deiner göttlichen Wahrheit, mit deiner göttlichen Perfektion nichts zu tun hat, und diese Energie, kannst du diese Sachen ablösen, kannst du sie loslassen und kannst sie eben, was ich dazu noch sagen will, diese chronischen Schocks, die sind nicht deine persönlich, das ist auch ganz wichtig, diese emotionalen Schmerzen, das sind nicht deine persönlich, die hast du aufgenommen, die hast du übernommen, die hast du angenommen, aber sie haben nichts mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun, mit deiner liebenden Perfektion, wie ich das immer so nenne. Und das erzählt einem keiner, das sagt einem keiner, das macht einem keiner klar. Man ist das ganze Leben lang so schwer schockiert, deprimiert, mit Schmerzen, Herzschmerzen, Distanzschmerzen durchs Leben gelaufen, und irgendwann mal sagt der Körper Pam. Und das hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun, sondern es gibt leider Gottes auch sehr, sehr viel junge Menschen, die das auflösen dürfen, weil sie es einfach von Generation zu Generation übernommen haben. Und das ist nicht fies oder was auch immer, sondern es ist einfach so. Das ist unsere Lebensaufgabe hier, diesen ganzen Bullshit, der in unserer Gesellschaft natürlich immer noch aktiv ist, aber uns von dem ganz klar zu distanzieren und zu sagen, okay, das ist aktiv, das funktioniert hier, das läuft hier, aber ich entscheide souverän, womit ich was zu tun habe und was für ein menschliches Wesen ich bin, und ich entscheide, dass ich dieses göttliche, perfekte Wesen bin, und damit können wir anfangen zu transformieren, unsere eigenen Schmerzen, die chronischen Schmerzen, die Schmerzen im Kollektiv und so weiter. Aber wir müssen bei uns selber anfangen. Und offensichtlich, wenn du jemand bist, der diese Schmerzen am Körper spürt, dann bist du dran, einfach dahin zu schauen und es zu transformieren. Und für jeden Einzelnen, der das für sich transformiert, der transformiert es im Kollektiv mit. Und diese Sauerei in Anführungsstrichen, die dürfen wir jetzt auflösen. Die ganzen energetischen Konstellationen unserer Erde, siehe Schumann-Frequenz, die sind auch zur Hilfe da. Aber wir müssen halt mitgehen. Und wir können nur mitgehen, wenn wir ganz klar erkennen, was diese Aufgabe ist. Und dass es nicht eine Aufgabe ist, um uns zu strafen, sondern eine Aufgabe ist, die uns als Menschheit, als Kollektiv weiterbringt und vorwärts bringt. Und da braucht es einfach Führer, an Leute, die, ich mag das Wort natürlich nicht, auch Führungskräfte mag ich nicht, aber es braucht Leute, die vorwärts gehen, die das anpacken, die die Schnauze voll haben von Mainstream und so, wie es alle machen, und einfach wissen, so kann es nicht sein, weil so funktioniert es nicht. Und jeder Einzelne, der seine eigenen Themen löst, die nicht seine eigenen persönlichen Themen sind, sondern löst eben diese ganzen Themen, diesen ganzen Paradigmen-Bullshit im Kollektiven, der uns so, so einengt. Und auch dieses Einengen ist ja so, so schmerzvoll. Ja, jetzt habe ich lange gesprochen, nur zum Thema chronische Schmerzen. Ich habe hier, schau mal, hier habe ich alles aufgeschrieben, ist ein bisschen ein längerer Zettel.
Aber ich möchte eben vielleicht noch gerade kurz was zu einem anderen Thema, dann mache ich in der nächsten Zeit noch mal was. Ich möchte nicht, dass es wieder so lang wird. Noch was zum Sinn des Lebens deutlich sagen. Ich habe gerade schon vorher ein paar Sachen gesagt und für mich ist das wirklich dieser Sinn des Lebens, dass wir uns wieder bewusst werden, dass wir reine, perfekte, liebende, göttliche Wesen mit der göttlichen Allmacht in uns sind hier. Und der Sinn des Lebens ist, in diese Kraft, in diese Allmacht wieder komplett einzutreten und zu erkennen, dass wir das Rad der Schöpfung sind, jeder einzelne von uns. Und dass wir auf unser Herz hören dürfen, weil unser Herz ist nichts anderes wie ein Botschafter des Göttlichen, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir eigentlich das Schöne, das Liebende, das Unterstützende, das Freudige, das Begeisternde, das Sprudelnde, das Prickelnde in die Welt bringen möchten und nicht dieses tiefe, dumpfe, Schwere hier weitertragen wollen. Und deswegen glaube ich nicht, dass irgendjemand einen anderen Sinn des Lebens hat. Jeder, der hier als menschliche Gestalt unterwegs ist, hat genau diesen Sinn des Lebens mitbekommen, um diese Göttlichkeit hier zu demonstrieren und zu leben und aus diesem herauszuleben. Oder wenn du es nennen willst, aus deinem Herzen herauszuleben. Einfach aus der höchsten Schwingung. Aber deswegen sage ich nicht, aus deinem Herzen herauszuleben, weil das nicht betont, was für eine Macht du hast als Mensch, was du für eine Allmacht hast. Deswegen sage ich, aus der Göttlichkeit herauszuleben, zu wissen, dass du als göttliches Wesen hier bist, um Gott gleich wirken und Wirkung zu erzielen. Und dass das deine Lebensaufgabe ist und dass das der Sinn deines Lebens ist. Und wie genau du das machst, das gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Da darfst du dich einfach entscheiden. Aber einfach nur anerkennen, dass du diese gottgleiche Wirkung hierher bringen willst auf unseren Planeten als Sinn deines Lebens. Ob du das als Mami machst, ob du das als Businessfrau machst, ob du das als beides machst, ob du das als Ehefrau, als Partnerin, whatsoever. Du suchst es dir aus. Du hast die Wahl, du wählst. Und du kannst es nicht nur eins wählen, du hast viele, viele Sachen, die du auswählen darfst. Aber der Sinn unseres Seins ist aus meiner Sicht, das ist meine bescheidene persönliche Meinung, für uns alle gleich. Und da gibt es nichts zu verändern oder zu suchen, sondern der ist einfach gegeben. Und du entscheidest nur, wie du diesen Sinn hier verwirklichst, bewirkst, wirkst. Das entscheidest du und das Wichtige ist einfach, dass du es entscheidest und dass du aufhörst zu suchen und anfängst zu bewirken. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Schritt, der dich in die Heilung bringt, indem du anfängst, deine wahre Wirkung hier auszupacken und diese Power zu bringen und zu manifestieren, dir ein Leben zu kreieren. Ich finde das Wort einfach kreieren so viel besser. Weil wir wollen es ja nicht, es geht ja nicht ums Manifestieren, dass es da ist, wie so ein Blatt Papier, sondern es geht darum, dass es eine große göttliche Kreation, ein göttlicher Raum kreiert wird von jedem Einzelnen von uns. In diesen Räumen wir uns gegenseitig begrüßen, begegnen und miteinander interagieren. Höchst, höchst schwingend, mit viel, viel Liebe und Freude und Begeisterung gefüllt. Darum geht's. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt mir auch sonst noch irgendwie schreiben, einen Post machen und Fragen stellen. Natürlich unbedingt. Und es geht auch nicht nur darum, dass ich antworte, sondern dass wir miteinander interagieren. Also ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen auf der Liste, auf die ich jedenfalls in Zukunft noch zu sprechen kommen werde. Ich sag's euch noch, was ist noch offen? Selbstfindung, das habe ich so ein bisschen mehr oder weniger mit Sinn des Lebens eigentlich schon beantwortet hier. Dann steht noch drauf Geld, gibt es auch einen Haufen Videos noch schon in der Gruppe. Liebe, habe ich auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Durchhaltevermögen und Vorstellungsvermögen, da habe ich heute im letzten Tag von der Challenge drüber gesprochen. Selbstliebe. Da gibt es auch Videos, aber werde ich auch nochmal aufnehmen. Gehirn-Herz-Kohärenz.
ich auch schon drüber gesprochen, nehme ich auf jeden Fall auch nochmal auf. Umgang mit Finanzen, klaro, ganz, ganz wichtig. Wie findet man zu sich selbst? Das habe ich auch vorher schon mal gesprochen. Also Anfang zurückspulen dieses Video, habe ich auch schon mal nach den chronischen Schmerzen drüber gesprochen. Und eben auch endgültig in meiner Schöpfermacht sein. Auch da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, jetzt schon in diesem Video. Also, ich wünsche euch ein ganz schönes Pfingsten. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen wärmer als ich. Seht hier, Daunenjacke, ein bisschen frisch, aber naja, die Sonne kommt schon wieder und bald geht's nach Italien. Also, ihr Lieben, bis dann. Tschüssi.